Dann, Janett, Podcast, viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Oder wie man in meiner neuen Wahlheimat sagt, Heuzämme. Mich hat es an Bodensee verschlagen und dort entwickle ich immer noch an der Podcast. Auch wenn es in den letzten paar Monaten etwas ruhiger geworden ist. Kurz ein bisschen Historie. Es begab sich im Oktober 2011. Tim hat mal wieder bei Mobile Max gejammert, wie schlimm doch alles so ist und dass er gerne einen Podcast-Client hätte, der mal tut, was er sich wünscht. Und dann gesagt, getan, habe ich mich hingesetzt und mal geschaut, was man so machen müsste, um einen Podcast-Client so hinzudrehen, dass er das tut, was man sich so wünscht. Er soll gut aussehen, er soll die Funktionen mitbringen, die man sich wünscht. Er soll einfach funktionieren. Und ja, dann gab es den Podcatcher, also ohne dem letzten E im Namen. Ein Testballon für ein halbes Jahr, den ich in den Store gestellt habe, leider technisch bedingt, musste ich ihn relativ bald wieder zurückziehen. Dann kam iOS 7, wir haben gedacht, no, dann machen wir doch was Neues, neues schickes Design, also eine neue App. Und Ende letzten Jahres kam dann die Podcatcher in den Store. Bisher funktioniert sie im Wesentlichen fürs iPhone. Wer nutzt Podcast-Clients auf dem iPhone für euch? Ah ja. Das ist mehr als ein Drittel, das ist ganz gut. mir war es einfach wichtig, ich bin morgens mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, ich habe morgens einfach keinen Nerv, mich um irgendwas zu kümmern, will möglichst lange schlafen. Also will ich aufstehen, mich anziehen, fertig machen, in die Bahn gehen, mir Kopfhörer in die Ohren stecken und die Episoden sollen da sein. Gut, das tut's. So, die Minimalausstattung. Und dann kamen noch ein paar andere Podcast-Client wie Instacast oder Castro und ich habe gedacht, wir reihen uns mal irgendwo dazwischen ein. Also irgendwo zwischen sieht toll aus und hat alle Funktionen, die man sich so wünschen kann. Einen geschickten Mittelweg zu finden war nicht immer ganz einfach. Also die Feature-Requests, die so reinkommen, sind von nützlich bis skurril alles dabei. Ja, jetzt zeige ich euch einfach mal, wie sie jetzt aktuell aussieht, beziehungsweise wie sie aktuell auf meinem iPhone aussieht, was noch nicht ganz der Stand ist vom Store. Kommt noch. Fangen wir mit dem Abonnierten an. Gibt die Zweierliste. Ich habe hier ein bisschen weniger Animationen, als mir lieb wäre. Beziehungsweise ich habe jetzt gar nichts mehr. Das ist ein bisschen langsamer als gedacht. Okay. Abonnierte Podcasts, die Ungehörten, sieht man schon mal. Das ist jetzt irgendwie so die Minimalausstattung. Was für den täglichen Gebrauch hauptsächlich wichtig ist, ist die Ungehörtenliste. Also links unten, links der zweite Punkt. Man hört es hier schon so, der interessante Kniff ist wohl im Wesentlichen der Progress, wie weit man gehört hat als Background. Man muss keine Zahlen lesen, um zu verstehen, welche Episode denn jetzt gerade die aktuell für einen wichtige oder wie weit man sie gehört hat. Und nehmen wir halt den Haus- und Hof-Podcast hier. Das ist dann doch ein bisschen laggy hier. Ja, gut. Hallo? Ja, gut. Ja, so mit shaky Animationen, die ich jetzt im Wesentlichen nicht zeigen kann. Naja gut, was soll's. Durch Spotlight Publisher Plugin und die Shownotes sind uns inzwischen an vielen Podcasts die schönen Shownotes aufgeschlagen. Und die setzen wir hier auch vernünftig um. Also von dem Blanko-Text, einfach nur einen Textblob, bin ich weggegangen und bereite die Daten, die von den Shownotes kommen, aussagekräftig auf. Sind sogar weitergegangen und haben in den Beschreibungen eure Zeitstempel mit rausgezogen, sodass man die direkt anwählen kann. Also diesen grünen Bubble auf der rechten Seite. Aber das sind jetzt die Beschreibungen aus den Shownotes. Die Kapitelmarken sind nochmal separat. Die kommen da so schick daher. Wenn ihr Bilder an Kapitelmarken anhängen wollt oder auch Links, die werden auch dargestellt. Ich habe jetzt leider nichts mit Links zu zeigen, aber wenigstens dieses Bildchen am ersten Kapitel. Mehr ist in dem Podcast leider nicht drin. Ich hoffe, ihr macht da mal ein bisschen mehr rein.
Ja, das ist so die Grundausstattung für den Podcast selbst. Wenn man ihn hören will, das ist jetzt der für mich jetzt aktuelle, deswegen der Player unten, auch wie dieses blöde Reflektor-Logo da unten drüber hängt, aber ihr könnt es ja trotzdem halbwegs erkennen. Ich versuche es mal abzuspielen, mal gucken, was er jetzt dann treibt. Ja gut, lassen wir das. Vielleicht will er es einfach nicht wiedergeben. Ja, ich müsste ja trotzdem wenigstens irgendwie bei mir playen können, aber geht nicht. Warum auch immer. Was will man bei dem Podcast-Client eigentlich haben? Was soll es wiedergeben? Er soll die Dateien runterladen. Gut, das ist Minimalausstattung. Aber für einen ist doch manchmal ganz wichtig, es auf anderen Geräten wiederzugeben. Komm schon, gib's. Ja. Also, wenn man zu Hause ist, zeigt man es ja ganz gerne mal vielleicht auf dem Fernseher wieder oder auf dem Chromecast, wird unterstützt. Man will die Geschwindigkeit ändern, rauf und runter, mehr oder weniger Geschwindigkeit, ist alles drin. Und naja, zum Einschlafen, muss ja nicht immer der Einschlafen-Podcast sein, man kann auch sich was Längeres raussuchen und dann entsprechend einstellen. Ja, man braucht halt so eine Stunde zum Einschlafen, dann lässt man das halt so laufen. Was ganz praktisch ist beim Spulen, jetzt muss ich wieder warten, bis der hier sich aktualisiert. So. Die Pfeiltasten kann man justieren selber, wie weit man nach vorne und zurück springen will. Also irgendwo zwischen 5 Sekunden und 90 Sekunden, wenn man gerne schnell in einem Kapitel vor- und zurückseppen will. Da gibt es auch eine feine Granulierung. Wenn man mit dem Finger länger auf der Play-Taste bleibt, geht der Kringel von unten nach oben hoch. Die Animation ist euch leider jetzt verborgen geblieben und so sieht man jetzt die Kapitelmarken und wie weit man gespielt hat. Der Kreis oben sollte eigentlich den Progress zeigen, wie weit man das darstellt. Das liegt jetzt am Airplay und an dieser Synchronisierungssoftware, dass es das gar nicht anzeigt. Also mit dem Finger kann ich jetzt unten nach links und rechts rüberrutschen, um entsprechend vor- und zurück zu spulen. In Sekundenschritten bis hin zu irgendwie 30 Sekundenschritten, je nachdem, wie weit man sich von der Mitte entfernt. Das will er jetzt auch irgendwie nicht so richtig darstellen, aber gut. Ihr habt bei den Devices vorhin gesehen, es gibt dieses Mio-Armband. Ich nehme mal an, keiner hat so eins, oder doch? Doch, du hast? Sehr, sehr cool. wird sogar auch unterstützt, also im Winter, wenn man draußen unterwegs ist und Handschuhe anhat, dann gibt es so ein Armband für hier unten. Eine nette Technik aus Amerika, aus dem Kickstarter, mit der man dann mit Gesten nach vorne zurückspulen oder laut und leiser drehen kann, ganz ohne, dass man irgendwelche speziellen Handschuhe braucht, die auf dem Display im Winter noch funktionieren oder so. Einfach über Armgesten. Eine kleine Spielerei, weil ich dieses Gerät gekickstartet habe und dann wollte ich es halt auch mal wirklich in einer nützlichen App integriert darstellen und benutzen können. Ja, ich höre mir immer gerne an, was ihr an Feature-Requests habt. Also von den einstellbaren Pfeilen für vor und zurück, dass die justierbar sind, bis hin zu, möglicherweise wird es demnächst so ein Screen geben für Autofahrer, die ganz gern mal größere Buttons haben wollen. Wie das genau umgesetzt wird, da arbeiten wir noch dran. Eine iPad-Variante ist natürlich auch in Planung. Eigentlich war sie fürs Frühjahr dieses Jahr gedacht, aber Umzug, Schweiz, neuer Job und so weiter, das ist ein bisschen schwierig zu handeln, also dauert alles noch ein bisschen. Also eine iPad-Variante wird auf jeden Fall noch kommen und damit natürlich auch Syncing über diverse Plattformen von iCloud, über Dropbox, über G-Podder wird es geben. Wenn ihr andere Plattformen habt, über die man synken könnte, alles zu mir. Ich schaue, was ich machen kann und das integriere. Und ansonsten noch der Aufruf, ich habe ja heute Nachmittag um 14:45 noch einen Talk über bessere Kommunikation. Da geht es mir darum, ihr sprecht in eure Geräte, ihr sprecht ins Mikro und schickt den Podcast nach da draußen, aber wie kommuniziert ihr eigentlich mit euren Hörern? Ein Blogbeitrag bringt unten Kommentare mit sich, aber das war's dann auch schon und das ist alles ein bisschen trocken, ein bisschen dröge, ein bisschen zu sehr letztes Jahrhundert.
Lass uns das mal nach vorne bringen, lass uns das mal weiterbringen, dass man den User, den Hörer besser in eure eigenen Arbeiten integriert. Also im Zweifel sehen wir uns dann einfach 3:15 drüben im Alphabet-Saal. Und für mich war es das jetzt erstmal. Habt ihr Fragen? Blick auf die Zeit, eine Frage. Du bist Orga, du darfst nicht. Mach mal hier hinten. Ich muss es dich fragen. Kannst Voice-Over? Im Wesentlichen nicht integriert, ganz ehrlich. Okay. Also die Systemfunktionen, bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit sie funktionieren, aber ich habe selbst mich jetzt noch nicht um Barrierefreiheit gekümmert. Okay. Bin ich ganz ehrlich. Okay, ja, ist eine ehrliche Antwort. Ist besser, als wenn du sagst, tut und dann tut's nicht. Ja. Aber da können wir vielleicht sonst noch mal drüber schnacken, wenn du Lust hast. Gerne. So, ganz kurze Frage. Hast du sowas wie eine Ad-Hoc-Playlist drin? Die Playlist ist die Ungehört-Liste. Aha. Allerdings lässt sie sich leicht neu justieren. Okay, also da muss ich nicht erst in Edit-Mode, da kann ich einfach lang drauf tappen. Einfach da oben diese Sortier-Button, der weiß markierte, und dann kannst du es umjustieren. Außerdem über die Pfeile da rechts oben die Sortierung umdrehen. Und oben drüber haben wir noch die Filter für Favoriten, für Video und für die Kategorien, die ihr in iTunes schon drin habt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch meine Musikpodcasts hören möchte, weil ich jetzt nur noch Lust auf Musik habe, Filter rein und ein Playlist wieder geben, fertig. So, ich... Ralf? Lässt Apple nicht zu. Also, für weitere Fragen, ja. Auf Blick die Zeit, es gibt genug Pausen, dann bei Janet einfach anfragen, das klärt. Wir wollen direkt weiterkommen. Der Martin, richtig? Wo ist er denn? Huh? Ah, doch nicht. Dann haben wir Zeit für Fragen. So, Ralf. Wunderbar, Flatter. Also Auto, Flatter, alles, was ich gehört habe. Flatter, alles, was ich zumindest 3/4 gehört habe. Flatter auf meiner Webseite, bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob der Button drin ist. In der App keine Chance. Wir wissen ja, Apple unterstützt die Möglichkeit, Geld an ihnen vorbeizugeben, nicht. Und die Alternative ist es, immer über eine Webseite zu gehen, und diese App funktioniert autark. Sie ist nur auf deinem iPhone. Ich habe keine Server dazu, ich habe keine große eigene Webseite dazu, außer die Produktwebseite. Also es gibt keine Möglichkeit zu flattern und schon gar nicht an die Podcaster. Ich glaube, es ist ganz erwähnenswert. Du hast ein Feature vergessen, was eigentlich sehr wichtig ist. Ich bin ja so ein Slacker und mache keine Kapitelmarken, und du hast ja so eine schöne Funktion für Leute, die keine Kapitelmarken setzen, so eine Auto-Kapitelmark-Funktion. Vielleicht kannst du mal ganz kurz dazu was sagen. Soll jetzt kein Aufruf sein, dass Leute keine Kapitelmarken machen sollen. Definitiv, das ist die schönere Lösung, aber weil das momentan so quick and dirty macht wie ich, ist es vielleicht ein ganz cooles Feature, das man vielleicht mal erwähnen sollte. Ja, genau. Es kommt oft genug vor, dass ein Podcast keine Kapitelmarken hat, und auf Basis dessen, dass ich, wie gesagt, in dem anderen Talk noch über Interaktion mit den Usern reden möchte, habe ich mir was ausgedacht, nämlich automatische Kapitel. Ich erzeuge in der App natürlich, weil die kann ich ja nirgendwo hin geben, alle 5 Minuten ein automatisches Kapitel, wodurch man natürlich erstmal leichter an 5-Minuten-Steps innerhalb des Podcasts gehen kann und andererseits vielleicht später mal Kommentare an einem Kapitel abgeben kann, auch wenn der Podcast keine Kapitel hat. Ja. Ja.
Nur würde es natürlich Sinn machen, dann, wenn man schon sagt, okay, Feedback, die User, die Kapitel dann verschieben zu lassen. Ja, also nach dem Motto, okay, du hast jetzt hier das uns vorgeschlagen und die fünf sind Unfug und dafür den ein bisschen nach hinten, aber dafür brauchst du halt wieder einen Rückkanal. Ja? Natürlich, also das muss man alles noch abschätzen, wie man das machen könnte, dass die User selber oder besser bestimmen könnten, wo jetzt ein Kapitel anfängt und aufhört. Ich ging jetzt einfach mal von diesen 5-Minuten-Schritten aus, weil die sind dann quasi auf jedem Gerät gleich, wodurch die Kommentare auch immer an derselben Stelle sind und sich dadurch eine Timeline der Kommentare an einem Kapitel erzeugen können und nicht nur auf dem Blog alle untereinander, obwohl sie thematisch auseinandergehen. Also oft hat man es ja so, dass in einem Kapitel über Thema A geredet wird und im anderen Kapitel über Thema B. Und wenn im Blogbeitrag unten die Kommentare mal für A, mal für B sind, dann zerfasert das so durcheinander, dass man es irgendwie gar nicht mehr lesen will, weil es macht keinen Spaß. Ja, aber ein Thema geht halt auch schon mal eine Stunde. Ja, und dann hast du halt 10 oder 11 verschiedene Positionen, an die du dann einen Kommentar abwerfen kannst. Das heißt also, dann fasert es auch wieder auseinander. Also man müsste dann mindestens die Möglichkeit haben, die Teile zu aggregieren auf irgendeiner Ebene. Also ich sehe den Punkt, aber ich glaube in der Praxis wird es nicht ganz so durchschlagen, wie vielleicht erhofft. Dann sollen sie halt Kapitelmarken. Genau. Das ist eine Diskussion, die kann man dann mit einem Teil später führen. Genau. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe da irgendwie eine halbe Hand oder nicht? Nee? Das war so, hä? Dann vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit.